Wespennest, weil irgendwie finde ich diese Emotionalität bei dem Thema ein bisschen kurios, verwunderlich und offensichtlich der Drops ist gelutscht, glaube ich, weil das haben Sie ja gesagt. Sie lassen sich nicht auf die Debatte ein, Herr Kokert. Sie lassen sich nicht darauf ein und das finde ich bedauerlich und schade und das hat irgendwie so eine Stringenz. Warum wundert es mich eigentlich nicht, dass Sie beide sagen, Sie lehnen das ab, weil Sie das schon machen? Das hören wir hier in der Oppositionsrolle, glaube ich, bei fast jedem Antrag. Der ist überflüssig, brauchen wir nicht, machen wir schon. Und auf Dauer ist es auch nervig, weil es den Menschen nämlich nicht gerecht wird. Ich habe nicht in dem Antrag gesagt, was jetzt das Beste ist, Herr Müller, sondern wir müssen prüfen. Und gerade die Debatte zeigt mir doch, wo Herr Heidorn doch als Fachmann hier steht und sagt, ja, es gibt ein Pro und Contra, nichts anderes habe ich in meiner Rede gesagt. Dann kommt Herr Schubert mit Fragen für das Landespflegegesetz, wo ich mich frage, hallo Herr Schubert, wir haben dort über das Landespflegegesetz geredet und doch wohl nicht in dem Einzelfall über die Pflegekammer. Kann nicht wahr sein, dass Sie so eine eher mit Lämmerschwanz durchzogene Argumentation hier darlegen, warum Sie den Antrag zurückgezogen haben beim letzten Mal. Und wer Ihrer Rede genau zugehört hat, er ist ein Mann, dachte ich immer. Also, wer Ihren Argumenten zugehört hat, der fragt sich also, hallo, was war denn jetzt in der CDU? Tja, da werden Sie noch häufiger staunen. Freuen Sie sich, dass ich im Landtag bin, das wird noch nett. So, also... Vorhin hat der Renz gesagt, wenn ich vorne stehe, es ist eine Sternstunde. Ich finde auch. Also bei aller Ernsthaftigkeit. Ne, Herr Schulte, wir hatten heute schon mal eine ähnliche Situation. Ja, wenn es nicht so ernst wäre, Herr Müller... Könnten wir lachen und aber lachen meine tut ja auch sehr gut. Geehrten Damen und Herren, wir sind hier in einer Landtagsdebatte. Ich denke, ich muss hier den einen an diesen Fakt noch mal erinnern. Und ich bitte, dass hier alle Seiten mit der nötigen Ernsthaftigkeit sich verhalten. Auch Kommentare von der Regierungsbank sind nicht zulässig. Also, ich bitte jetzt wirklich darum, dass wir wieder zum Ernst der Dinge zurückkommen, dass Frau Gajek jetzt ihre Rede hält und dass wir dann in die Abstimmung eintreten. Und das möglichst ohne große Störungen. Möchte ich nicht. Herr Schubert, Sie haben meine Rede gewonnen, nicht zu kommentieren. Also ich weiß jetzt nicht, was hier los ist. Ich muss mich jetzt hier ein Stück weit sammeln. Wir sind uns doch hoffentlich alle einig, dass das hier noch eine Plenarsitzung ist. Und jetzt sehe ich, dass Herr Renz eine Zwischenfrage hat. Und von daher frage ich die Abgeordnete Frau Gajek, ob sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten Renz zulässt. Nein, das können wir nachher draußen absprechen. Ich möchte gerne meine Rede weiterführen. Und auch von Herrn Pasteurs möchte ich keine Zwischenfrage beantworten. Ja, ich muss Frau Gajek auch darauf hinweisen, dass sie so lange wartet, bis ich sie denn frage, ob eine Zwischenfrage zugelassen wird. Sie hat aber schon darauf geantwortet, sodass ich Herrn Pasteurs nur sagen kann, dass Frau Gajek keine Zwischenfrage zulassen wird. So, genau. Jetzt fahren Sie in Ihrer Rede fort, Frau Gajek, bitte schön. Ich möchte noch mal auf die Argumentation gerade des Kollegen Schubert eingehen. Das Thema ist nämlich ernst, weil auch Frau Schwesig gesagt hat, eine Pflegekammer wird das System nicht verbessern. Das habe ich in keiner Form gesagt, sondern ich möchte hier noch mal sagen, was die Aufgaben wären. Nämlich die Etablierung einheitlicher Regelungen der Berufspflichten und Grundsätze für Berufsausübung, die Überprüfung von Qualitätsstandards, die Erfassung der Pflegenden und ihre Qualifikation. Gutachter- und Gutachterinnentätigkeit, Benennung von Sachstellen und Schiedsstellentätigkeit, zur Beilegung von Streitigkeiten, Förderung, Regelung, Überwachung und Anerkennung der beruflichen Aus-, Fort- und Weiterbildung. Ich denke, das sind Aspekte, die hier in einer Pflegekammer verortet sein sollten, wenn wir uns denn dafür entscheiden. Aber hier ging das ja heute um die Prüfung, nicht um die Einsetzung. Und von daher bin ich auf die Anhörung dann doch sehr gespannt,
ob von den von Ihnen und uns eruierten 2 Fragen dann vielleicht doch 10 in Bezug auf die Pflegekammer gestellt werden. Und ich erwarte einfach von Ihnen, von der CDU und auch von der SPD, dass Sie in der öffentlichen Anhörung wirklich nach der Pflegekammer fragen, weil ansonsten kann ich das nicht mehr ernst nehmen, was Sie hier diskutieren. Ja, aber unter einem anderen Aspekt, nämlich unter dem Landespflegegesetz und nicht unter der Ausrichtung der Pflegekammer. Also ich bitte einfach um Ernsthaftigkeit für dieses Thema. Ansonsten brauchen wir uns draußen auf die Straße nicht mehr zu stellen, um Pflegenden dort Unterstützung zu geben, weil das ist dann alles wirklich tatsächlich hohles Gefrase. Ich danke für die Aufmerksamkeit und bitte um Unterstützung.